Ein Problem, das viele kennen. Undichte Fenster und Türen verursachen Zugerscheinungen und hohen Energieverlust. Daher hat sich Frau Gruber einen Energieberater ins Haus bestellt, um vor allem solche und andere Schwachstellen aufzudecken und um nach Lösungen zu suchen. Grüß Gott, Herr Pilz. Schön, dass Sie da sind. Wir haben einen wunderschönen kalten Tag erwischt. Was machen Sie denn da jetzt? Beim Blower-Test wird die Luftdichtheit des Gebäudes gemessen. Das heißt, wir setzen einen großen Ventilator luftdicht in ein Außenbauteil, also Tür oder Fenster ein. Dann nehmen Sie jetzt die Eingangstür. Genau. Ah. Das ist am einfachsten, dann kann man die Fenster gut prüfen. Je dichter Sie Ihr Haus machen, desto besser ist es von der energetischen Seite her. Was sagt uns jetzt denn Ihr Gerät? Mithilfe des Unterdrucks, von Rauchstäbchen und der Thermografiekamera werden alle undichten Stellen im Haus zuverlässig gefunden und können ihrer Stärke nach beurteilt werden. Also, wir können also wirklich beobachten, wie die kalte Luft ins Haus kommt. Jetzt würde ich vorschlagen, wir gehen einmal durch und schauen uns alle Fenster und Türen an. Da zieht es kalt rein. Ja, ganz deutlich zu sehen. Ja. Ja. Hier sehen Sie sehr schön die Funktionsfuge zwischen dem Fensterrahmen und dem Fensterstock. Und da sieht man, hier zeigt sich schnell der Handlungsbedarf bei diesen alten Fenstern ohne Dichtungen. Bis zu den 60er Jahren waren Dichtungen im Fenster nicht der Standard. Aber auch vorhandene Dichtungslippen, die im Laufe der Jahre altern, verspröden oder im Zuge des Fensteranstrichs vom Maler überstrichen oder sogar entfernt werden, können große Zugerscheinungen verursachen. So wie jetzt beim Unterdruck die kalte Luft reingeht, ist, wenn Sie jetzt keinen Unterdruck haben, das Gebäude normal beheizen, dann geht hier die warme Luft nach draußen raus und Sie verlieren damit jede Menge Energie. Was kann man denn da machen an dieser Ecke? Also ich denke, dass auf jeden Fall es wichtig ist, hier die Dichtung nachzuschauen. Entweder ist gar keine drin oder sie ist defekt. Es kann ja sein, dass sie verquetscht ist oder der Maler hat sie mal versehentlich überstrichen. Dann gehen solche Dichtungen... Dann verliert sie auch ihre Funktion. Ja, die lässt nach. Mhm. Die hat nicht mehr die Rückstellkraft. Mhm. Wenn man die austauscht, dann ist diese Leckage vollkommen weg. Herr Pilz, wenn ich da am Sofa sitze, dann zieht es mir immer fürchterlich am Genick. Bitte prüfen Sie mal das Fenster. Schauen Sie es mal an. Das glaube ich Ihnen gerne. Schauen Sie sich das an. Das ist ein richtiger Sturm am Fenster. Sehen Sie es? Entweder ist da gar keine Dichtung drin, oder sie ist vollkommen verquetscht, oder sie ist defekt. Ich würde vorschlagen, wir schalten das Gerät mal aus und schauen uns das Fenster an. Ja. Tatsächlich, Frau Gruber, da ist gar keine Dichtung drin. Sehen Sie, hier ist der Falz, da gehört die Dichtung rein. Da kann man mit relativ geringem Aufwand das Problem beheben. Sie müssen eine passende Dichtung finden und die einsetzen, dann ist das Fenster wieder vollständig dicht. Und Sie müssen das Fenster nicht austauschen. Ihr Energieberater wird während seiner Begutachtung auch alle weiteren Leckagen im Haus suchen. Besonders schnell fündig wird er in unserem Fall im Dachgeschoss. Fehlende oder mangelhaft verklebte und angeschlossene Dampfsperren sind das Hauptproblem in ausgebauten Dächern. Hierdurch kann sich Kondenswasser in der Dämmebene anreichern und zu Feuchteschäden und Energieverlust führen. Aber auch eine völlig fehlende Dämmung kann mit Hilfe der Thermografie aufgespürt werden. Ein Zimmerer muss hier dann die Dichtebene wiederherstellen und die Dämmung ergänzen. Welche Auswirkungen eine offene Dampfbremse haben kann, zeigt sich hier am Beispiel der Steckdosen und der Revisionstüre zur Abseite. Kaltluft strömt nahezu ungehindert in den Raum und die Heizkosten steigen. Hier sieht man sehr deutlich ganz starke Undichtheiten. Da kommt jetzt sehr viel kalte Luft rein. Schön, Herr Pilz, Sie schauen sich schon. Im Beratungsgespräch wird Ihnen Ihr Energieberater die gefundenen Probleme und die möglichen Lösungen dazu aufzeigen. Dichtungen entweder gefehlt haben oder defekt waren, verquetscht oder vom Maler überstrichen. Ich muss gestehen, da habe ich mich nicht drum gekümmert. Ich habe die Fenster streichen lassen neu, das war mir wichtig, aber ja. Kann oft passieren. Das ist etwa in 20% der Fälle passiert. Ja. Genau. Da würde ich also nicht nur die fehlenden austauschen, da würde ich wirklich alle austauschen. Das hat den Vorteil. Alle? Ja klar, wenn Sie jetzt nur die austauschen, die gefehlt haben, dann sind die anderen, die kommen dann in 3 oder 4 Jahren und müssen es auch machen. Ich habe Ihnen mal so ein Musterstück mitgebracht. Das muss jetzt hier nicht passen, aber das wird so ähnlich ausschauen. Da gibt es verschiedene Stärken und Breiten. Das hat den Vorteil, Sie sehen, es ist ein geschlossenes Profil. Das heißt, Sie haben auch noch eine Wärmedämmung damit zusätzlich. Und das lässt sich sehr gut komprimieren. Das kann man mit einer Gärungszange, wie wir sie hier haben, auf Gärung schneiden. Und dann kann man das genau vor Ort anpassen. Sie müssen also nicht einen fertig geschweißten Dichtrahmen kaufen, sondern der Handwerker kommt, macht es vor Ort, misst es aus und stellt sich diesen Rahmen selber her. Sie hat mich vorhin gefragt, was man denn da einsparen kann. Das kann man jetzt nicht pauschalieren, aber Sie können bei einem Einfamilienhaus, können Sie durch Leckagen 500 bis 600 Euro im Jahr verlieren. Das heißt, wenn Sie diese Leckagen alle abgedichtet haben, dann könnten Ihre Heizkosten um den Betrag runtergehen. Das ist durchaus realistisch.
Grafdichtungen hat für fast alle Probleme die passenden Dichtungen. Aus ca. 4000 verschiedenen Profilen können Sie in unserem Online-Shop immer die passende für Ihren Fall aussuchen. Die Spannweite reicht dabei von Dichtungen für Holz-, Alu- oder Kunststofffenster über Türdichtungen bis hin zu Spezialdichtungen für nahezu alle Sonderfälle. Zum Einfräsen, Kleben, Aufschrauben oder Aufstecken. Dabei können Sie sowohl vorhandene Dichtungen erneuern oder auch erstmals neue einbauen. Sollten Ihre Fenster zwar undicht, aber sonst noch in einem guten Zustand sein, so können Sie die offenen Felze einfach und ohne großen Aufwand mit Grafdichtungen nachrüsten. Sie ersparen sich dabei einen aufwendigen Fenstertausch, der viel Dreck und hohe Kosten verursacht. Frau Gruber hat inzwischen ihre zugigen Fenster und die Revisionstüre im Dachgeschoss nachrüsten lassen. Am Thermografiebild und mit Rauchfähnchen zeigt sich deutlich das erfreuliche Ergebnis. Die Fenster schließen wieder dicht, es entsteht keine Zugluft und somit kein unnötiger Wärmeverlust. Und die Werte der Blower-Door-Prüfung können sich wieder sehen lassen. Übrigens, die Energieeinsparverordnung fordert schon lange dichte Häuser und Fenster. Ihr Energieberater und die Firma Grafdichtungen helfen Ihnen gerne dabei, dieses Ziel umzusetzen. Schonen Sie so Ihren Geldbeutel, die Umwelt und sorgen Sie für ein gemütliches Zuhause.